Jetzt der Teil 2. Mein Name ist Wolfgang Hunger, Delta Lima 5 Mike Mike. Ich bin also hier der Vortragende und habe beruflich schon viele Jahre mit dem Blitzschutz zu tun, bin VDE-geprüfte Blitzschutzfachkraft. Und der Arbeitskreis Antennenerdung beim DARC sei nochmal genannt. Wir sind vier Personen, der Fabian DC1 SAF, Michael Schweider, Delta Fox 0 Bravo Alpha, Thomas Raphael, Delta Fox 4 Kilo Juliet und meine Wenigkeit. Wir sind der Arbeitskreis, der also diese Präsentation erstellt hat. Und wir werden also auch publizieren in der CQDL und im Funkamateur als Arbeitskreis Antennenerdung. Unsere Aufgabe oder wir haben die Aufgabe, der Arbeitskreis die Meinung des DARC herüberzubringen bei der Überarbeitung der Norm VDE 855 Teil 300, Funksende und Empfangssysteme für Senderausgangsleistung bis 1 Kilowatt, Teil 300 Sicherheitsanforderungen. Das ist nochmal kurz in Erinnerung rufen. Wir vertreten also im Arbeitskreis des DKE 735.02.02 die Überarbeitung dieser Norm. Und ich bin der Vertreter des DRC, der Michael Schweider vertritt einen anderen Arbeitskreis mit und der Thomas Raphael ist vom VDE-Ausschuss Blitzschutz und Blitzforschung und wir drei Funkamateure versuchen dort die restlichen Mitglieder entsprechend unserer Auffassung dort die Norm zu gestalten. Dank gilt auch nochmal an die DRC-Geschäftsstelle, die uns entsprechende Unterlagen für das IT-Geschäft zur Verfügung stellt, also Nextcloud, wo wir unsere Ausarbeitungen und unsere Unterlagen hinterlegen. Im Teil 1, was bisher gewesen ist, möchte ich nochmal die Überschriften nennen. Im Teil 1 sind behandelt worden Begriffe. Dann zweitens, warum eine VDE-Norm anwenden. Drittens, Blitzeinwirkung, so kommt der Blitz in die Funkanlage. Dann gab es Ausführungen zum Potentialausgleich, so schütze ich mich. Und die Antenne bevorzugter Einschlagspunkt für Blitze. Das waren also im Teil 1 die entsprechenden Kapitel. Und wir setzen jetzt hier im Teil 2 fort mit dem Thema Antennenerdung. Der Blitz will in die Erde. Warum Antennenerdung? Noch etwas zum Erdungsleiter und zu den Verbindungen. Warum Antennenerdung? Hier sei nochmal das Schutzziel genannt, die bei Blitzentladungen in die Antennenanlage auftreten. Es soll keine zusätzliche Brandgefahr auftreten, es sollen keine Teile abgesprengt werden und die Personen und Sachen gefährden können. Die Maßnahme zu 1, also keine zusätzliche Brandgefahr, ist eine geeignete Antenne, Antennenbefestigung, haben wir abgehandelt im Abschnitt Antennen. Elektrisch leitfähige Verbindung zwischen den potenziellen Einschlagspunkten, also den Antennen, und einer Erdungsanlage herstellen. Und das Ganze erfolgt durch den Erdungsleiter. Und der Erdungsleiter ist die Verbindung Antennenmast zur Erdungsanlage. Der Erdungsleiter führt die üblichen Blitzströme ohne Zerstörung, sollte möglichst außerhalb des Gebäudes auf kürzestem Weg in die Erdungsanlage geführt werden. Hier sind Kupfergröße gleich Größe 16 Quadrat oder Leitwert gleich 15 Quadrat Aluminium oder Stahl in den entsprechenden Blitzschutznormen aufgeführt. Prinzip der Antennenerdung. Gucken wir uns mal verschiedene Bilder an. Hier haben wir also den Mast und der Erdungsleiter und hier wird direkt zum Erder der Erdungsleiter angeschlossen. Beim Bild 2 ist der Antennenmast ins Gebäude eingeführt und hier unten erfolgt der Anschluss des Erdungsleiters, wird wieder aus dem Gebäude herausgeführt
außen lang und hier unten zum Erder angeschlossen. Noch eine andere Variante ist, hier den Antennenmast und hier oben einen Erdungsleiter im Inneren des Gebäudes führen. Hier oben ist die örtliche Potenzialausgleichsschiene im Scheck. Hier unten die Haupterdungsschiene und hier ist dann der Anschluss zum Erder. Und die vierte Variante ist, wir haben einen Mast außerhalb des Gebäudes. Dann ist es aber wichtig, dass die Verbindung der Erdungsanlagen hier erfolgt. Es ist grün gezeichnet, also nicht wie hier ein Erdungsleiter, sondern es ist eigentlich ein Potenzialausgleich, aber er sollte auch, weil hier Blitzteilströme fließen, entsprechend den Querschnitt von 16 Quadrat haben. Das wäre also nochmal die Möglichkeit Antennenerdung und Erdungsleiter. Hier ein Bild, Verbindung Interantennenerdung. Gucken wir uns das nochmal an. Die Teile müssen für Blitzströme geeignet sein. Funkenbildung oder Schmelzen von Material soll verhindert werden. Die Verbindung mit dem Antennenmast muss durch Erdungsstellen oder Erdungsbänder mit dem entsprechenden Querschnitt erfolgen. Hier sehen wir dann die Verbindung zwischen dem Mast, der Schelle am Mast und dem Erdungsleiter zum Potenzialausgleich. Die Verbindung von der zur Haupterdungsschiene muss dann mit entsprechenden Klemmen erfolgen. Das wäre in dem Bild also hier und das muss dann mindestens 6 Quadrat sein. Die Klemmen sollen oder müssen eine Prüfung nach Klasse H für 1000 kA nach DIN EN 62.5161 erfolgen. Also man kann da nicht irgendeine Klemmverbindung nehmen, sondern die muss kurzzeitig eben auch diese großen Ströme vertragen. Erdung von Drahtantennen oder Zweidrahtanleitungen. Blitzschlag in Antenne. Es ist ein Überschlag beim Übergang vom Antennendraht in die Leitung wahrscheinlich. Die Antennenerdung, Erdpotenzial nah an den Antennendraht oder die speisende Zweidrahtleitung heranführen. Damit wird ein gewollter Überschlag ermöglicht, Abstand einige Zentimeter möglichst außerhalb des Gebäudes. Geeignet sind Erdungsleiter, geerdeter Antennenmast. Erdungsleiter übernimmt einen Großteil des Blitzstromes, kleinere Teile auf Zweidrahtleitungen und Antennenkabel. Das haben wir in Teil 1 schon gehört. Und der Erdungsleiter sollte rechtwinklig herangeführt werden. Damit sind Feldänderungen und Auswirkungen auf den Funkbetrieb minimal. Die Solldurchschlagstrecke, Beispiel eventuelle Zerstörung bei der Erdung zu akzeptieren, wäre die Dipolmitte der Balloon, eine Koaxbuchse mit untergelegter Metallplatte großflächig kontaktieren und Erdungsleiter zum geerdeten Mast. Hier wäre das im Bild mal zu sehen. So kann man das durchaus machen. Metallrohr mit Kreuzklemmen am geerdeten Mast befestigen. Die Zinnkerzenlösung, das haben wir vorhin schon mal gesehen mit dem Potentialausgleich. Und Zweidrahtleitung an einen isolierten Abstandshalter 16 Quadrat heranführen. Die Überschlagsspannung ist dann immer größer wie die Betriebsspannung. Überspannungsschutz, Funktechnik schützen. Mal verschiedene Schaltzeichen aus der elektrotechnischen Literatur, die alle als Überspannungsschutzgeräte bezeichnet werden. Englisch Source Protective Device. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Überspannungsschutzgeräten sind die Nennspannung, der Nennstrom, Ansprechspannung, die Blitzstromtragfähigkeit. Hier sei nochmal erinnert an die Folie im Teil 1, wo ja mal ein Blitz simuliert wurde, die Anstiegszeit also 10 Mikrosekunden und dann der Abfallzeit 350 Mikrosekunden. Dann ist entscheidend bei Überspannungsschutzgeräten, lösen Sie einmal also oder mehrfach Überlastbarkeit
Löschen des Folgestroms und des Leckstromes. Auf Details möchte ich hier nicht weiter eingehen. Das Bild ist aus dem Teil 1, es sei nochmal in Erinnerung gebracht. Wir haben ja ein Gebäude mit Blitzschutzanlage mit Check drin. Hier ist die Blitzschutzanlage und hier die Antennenanlage. Und bei einem eintretenden Blitz wird hier unten über die Erdungsanlage und in Abhängigkeit von dem Erdungswiderstand ein an der Erdungsschiene Potenzialanstieg erfolgen, der sich im Check auswirkt und dort auch entsprechende Gefährdungen auftreten kann. Für Teil 2 war hier mal die Trafostation mit einer Freileitung, wo also auch ein Blitz einschlagen kann, wo dann hier der Blitz in den Erdreich geht. Oder auch ein direkter Einschlag hier des Blitzes in das Erdreich und dadurch werden eventuelle Leitungen durch die Magnetfelder, wechselnde Magnetfelder, also das ansteigende Magnetfeld in dem Fall beim Blitzeinschlag, Spannung induziert und wieder hier in Richtung Check geführt und kann zu unangenehmen Erscheinungen des Potenzialanstieges und zu Überschlägen führen. Hier jetzt mal die Betrachtungen. Die Antenne im Blitzeinschlag geschützten Bereich. Wie sieht es aus mit Überspannungen im Check? Also, als erstes kann man sagen, hier in diesem Bereich, die Antenne tritt eine Spannung auf, abhängig vom Blitzstrom und der Impedanz. Angenommen 2 Ohm, dann haben wir hier oben eine Spannung, Blitzpotenzial von 100 kV. Wenn der Erdungsleiter hier 100% den Strom in Richtung Haupterdungsschiene ableitet, ist abhängig von dieser Impedanz, hier 1 Ohm angenommen, immer noch bei 50 Kiloampere mal 1 Ohm, 50 kV, können hier die Spannung sich erhöhen an diesem Punkt. Beim zweiten Bild, so, hier haben wir das zweite Bild. Hier verteilt sich jetzt über das Antennenkabel, wir nehmen hier mal an 10% in Richtung des Antennenkabels und des Transceivers. Wie werden sich hier die einzelnen Spannungen verhalten? Wir haben wieder hier oben die 100 kV und jetzt fließen 90% des Erdungsleiters ab. Das heißt, wir haben an der Pass hier oben dann eine Spannung von 60 kV. Und an der Haupterdungsschiene hier unten, wenn man diesen Bereich mit 1 Ohm ansetzt, sind es immer noch 50 kV. Also immerhin ganz schöne Spannungen, die auftreten können. Und das hat Auswirkungen dann auf die nächsten Bilder. Also gucken wir uns das hier nochmal an. Ein Teil hier runter, für den Erdungsleiter, Antennenkabel und dann ist mit diesen Spannungspotenzialen hier zu rechnen. Überspannungsschutzgeräte können wir einsetzen, um nun diese entstehenden Spannungen zu reduzieren. In Teil 1 hatte ich das auch schon mal angedeutet. Es gibt unterschiedliche Überspannungsableiter, Typ 1. Das sind die sogenannten Blitzstromableiter, weil sie Blitzströme zur Erde ableiten können. Die Spannung bei der Aktivierung ist relativ hoch, aber sie vertragen Stoßströme nach dem Datenblatt hier 10-350 Mikrosekunden. Überspannungsableiter Typ 2. Sie leiten die Überspannung zur Erde zum Schutzleiter ab. Die Blitzströme, die hier auftreten, sind in der Folge geringer. Die Erde Und bei größeren Blitzströmen, wenn hier ein großer Blitzström eintritt, würde es eine Zerstörung des Gerätes geben. Typ 3 sind Überspannungsableiter mit noch geringerer Ansprechspannung. Sie sind vielfach kombiniert mit Typ 2. Hier haben wir mal Ausführungen der verschiedenen Überspannungsableiter, wo man also hier auch dann aus den Daten entsprechend
entnehmen kann, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. So, wir sollten also bei der Auswahl von Überspannungsableitern, hier im rechten Bild haben wir einen für ein Koaxkabel in der Antennenleitung drin, immer fragen, erstens, welche Blitzströme könnten auftreten, wie hoch ist der Blitzstrom an dieser Stelle, die maximale Nennstrom oder Nennleistung, Betriebsspannung sollte man nachfragen, Anschlüsse, Stecker und erlaubte Überspannung. Wenn wir jetzt hier ein Datenblatt uns mal angehen von den Überspannungsableitern eines bestimmten Types AGM der Firma DEN, dann ist hier angegeben höchste Dauerspannung, maximale Leistung, Frequenzbereich, Ableiterklasse, Blitzströme mit den unterschiedlichen Kurven. Und wenn wir jetzt hier sagen, 100 Watt an 50 Ohm, das sind 70 Volt, also wurde der Vertrag, der dieses Überspannungsschutzgerät ausreichen. 150 Watt Verträgsgerät, wir arbeiten mit 100, auch geeignet. Der Bereich im Amateurfunk, Kurzwelle bis ins UKW-Bereich, geeignet. Typ 1 für Blitzströme haben wir für uns die Ausführung gehört. Und hier maximale Teilblitzströme, die wir uns hier angucken. Damit kann also mit diesem Überspannungsableiter ein gewisses Schutzziel erreicht werden. Ein paar Tipps zum Überspannungsschutz. Der Grundsatz ist, Blitzströme wollen in die Erde über den Leiter zur Erdungsanlage und Haupterdung schieben. Überspannungen benötigen einen Kurzschluss. Das macht ASBD. Das Überspannungsschutzgerät so nah wie möglich am zu schützenden Gerät und geeignetes Überspannungsschutzgerät einsetzen. Verbindungsleiter zwischen dem Überspannungsgerät und den Potentialausgleichsschienen so kurz wie möglich halten. 1 Meter Leitung bedeutet 1 kV Überspannung. Antennenkabel sind die Kabelanschlüsse für das N-System und SMA-System sind Blitzstrom geeignet. Sie vermuten oder sie vermissen vielleicht den PL-Anschluss. Nach den Laboruntersuchungen, die uns zur Verfügung stehen, ist beim PL-System nicht alles gegeben gewesen, sodass das erstmal hier nicht mit aufgeführt worden ist. Aber der Arbeitskreis wird sich nochmal bemühen, in den Laboren nachzufragen, warum die PL-Systeme hier nicht mit aufgeführt worden sind. Eine Vermutung meinerseits ist, dass dort, Bedienfehler möglich sind, wenn also das nicht richtig zusammengeschraubt wird, da sind ja Nasen dran und die rasten nicht in das Gegenstück ein, dann kommt es einer großen Querschnittsverringerung, wo zwar die HF rübergeht, aber keine Blitzströme. Das ist meine Vermutung. Wir wollen dort nochmal nachhaken im Labor und fragen. So, und es sollen möglichst viele Potentialausgleichsverbindungen stattfinden, dass also alles auf selbe Potential angehoben wird und damit die Blitzströme verdünnt werden. Und gleichzeitig ein positiver Nebeneffekt sind, dass Pumpschleifen verringert werden und weniger Störungen auftreten. Erdungsanlage, eine oder mehrere. Antennenerdung, Mast, Erdungsleiter, Erdungsanlage. Erstes, Antennenmast auf dem Gebäude. Der Erdungsleiter ist vorteilhaft am Gebäude außen zu installieren. Es gibt funktional 3 gleichwertige Möglichkeiten. Erdungsleiter an den Gebäudeerder anschließen, wenn vorhandene Anschlussfahnen an der Außenmauer sind. Erdungsleiter an der Haupterdungsschiene anschließen und diese mit dem Gebäudeerder verbinden. Und für die Antenne wird eine separate Erdungsanlage errichtet. Diese wird mit einer Potentialausgleichung mit der Haupterdungsschiene verbunden. Sie erinnern sich, ich hatte da vor uns schon ein Bild dazu. Und die zweite Möglichkeit ist noch ein freistehender Antennenmast. Dann sind die Flacheisen im Fundament als Fundamenterde ausgebildet. Der Erdungsanschluss
mittels Potentialausleitung mit der Haupterdungsschiene verbinden. Das sollte man nicht vergessen. Ja, Erdungsanlage für Antennenerdung und deren Verbindung. Gucken wir uns an, vier Möglichkeiten bei Dachantennen. Hier haben wir das erste Bild. Wir haben den Mast und draußen die Erdungsleitung abgeführt zum Erder. Und hier ist dann die Haupterdungsschiene. Die Verbindungen, die aber noch notwendig sind, hier gibt es noch die Variante, dass ich den Erdungsleiter hier mit auf die Haupterdungsschiene bringe und hier innen drinnen den Mast auch zur Haupterdungsschiene verbinde und das Ganze zum Erder des Gebäudes führe. Auch diese Variante ist denkbar. Dann ist es aber, wie gesagt, hier ganz wichtig, halt zurück, ist noch nicht dran, die Verbindung zwischen dem Erdungsleiter und der Haupterdungsschiene muss durchgeführt werden. Jetzt dieses Bild. Hier haben wir die Variante, dass außen noch ein Mast ist. Und hier muss unbedingt die Verbindung der Erdungsanlage zu der des Gebäudes mit der Haupterdungsschiene erfolgen. Diese beiden Varianten sind nicht auszuführen, weil hier gelb gekennzeichnet dieser Ausgleich zwischen der Erdungsleitung und dem Erder jeweils fehlt. Das sollte nicht gebaut werden, da werden große Potenzialunterschiede möglich, die mit den Auswirkungen vor uns schon beschrieben waren. Nun etwas zu den Erdungsanlagen für Antennen, sogenannte Einzelerder. Abhängig, wie sie in das Erdreich eingetrieben werden, gibt es Festlegungen, die zu beachten sind. Horizontal eingetriebene Erder oder verlegte Erder, Entschuldigung, müssen mindestens 5 Meter lang sein. Sie sollen mindestens 80 cm tief im Erdreich sein und 1 Meter vom Fundament Erde entfernt. Eine Variante, die es da sehr oft gibt, das sind sogenannte Ringerder. Wird ein Einzelerder vertikal oder schräg in das Erdreich eingeschlagen, das sind dann hier diese beiden Darstellungen, dann muss der Erder mindestens 3 Meter lang sein und 1 Meter vom Fundament entfernt. Und wenn eine Kombination von beiden erfolgt, dann ist die Mindestlänge von 2 Meter und der Abstand zueinander 3 Meter und wieder 1 Meter vom Fundament entfernt. Und wir sollten in Deutschland also auch Frost im Erdreich berücksichtigen und noch einen halben Meter Zuschlag gewähren. Das Ganze wird in der DIN-Norm 18014 Erdungsanlagen für Gebäude abgebildet. Und diese Norm ist also anzuwenden. Es sei hier gesagt, dass also Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres diese Norm neu erscheinen wird. Deshalb machen wir hier keine weiteren Ausführungen. Wir warten ab, was die neue Norm dann bringt. Ja, nächster Punkt. Blitzschutz auf dem Checkgebäude. Ausgangssituation und dann gucken wir uns noch temporäre ortsfeste Armaturfunkanlagen an. Das erste ist, was ist zu tun bei Gebäuden mit Blitzschutzsystem? Hier ist das Blitzschutzsystem aufgeführt. Es besteht aus dem äußeren Blitzschutz und dem inneren Blitzschutz. Das ist also nach der Norm VDE 985-305 Teil 3. Es ist das Optimale, die Funkanlage wird in das Blitzschutzsystem integriert. Im Weiteren kommen dann noch ein paar Ausführungen, die dort beachtet werden sollen.
Wir wollen uns aber jetzt erstmal noch ein Video anschauen. Es gibt in Deutschland mehrere Firmen, die Blitzschutz- und Überspannungsgeräte herstellen und auch Forschung betreiben. Und eine dieser Firmen ist die Firma Robo Bettermann. Und die hat hier ein Video veröffentlicht, das zum einen zum äußeren, zum inneren Blitzschutz und wenn der Blitz plötzlich in die Erde hineingeht, auch noch dargestellt, wie die Potenzialanhebung durch das Eintreten des Blitzes in das Erdreich und die angeschlossene Haupterdungsschiene bis zum Potenzialausgleich, der örtlich durchgeführt wird, durchzuführen ist, damit ein kompletter Schutz erfolgt. Gucken wir uns das Video an, bevor es dann weitergeht.
Ja, ich glaube doch sehr beeindruckend, dieses Video, wo man beachten sollte, der Blitz ist in der Erde und dann geht es eben noch zurück über die angeschlossenen Leitungen und die Überspannungen müssen auch abgebaut werden. Gut, das war also jetzt hier mal ein komplettes System bei einer Firma, was wir natürlich auch bei uns anwenden können. Wir wollen uns das jetzt mal in der weiteren Form verfolgen, als sogenannte To-Do-Liste. Das erste ist, ein Blitzschutzsystem ist behördlich gefordert und wir haben einen freistehenden Antennenmast. Was ist zu tun? Antennenmast, es ist eine Antennenerdung und Potentialausgleich durchzuführen. Im Scheckgebäude ist der Potentialausgleich mit SPDs zu schützen. Das Ganze darf nur durch eine Blitzschutzfachkraft geplant und errichtet werden. Das zweite ist, ein Blitzschutzsystem ist behördlich gefordert, zum Beispiel bei Hochhäusern. Auch hier möchte ich das als Worst-Case-Fall bezeichnen, denn nur durch eine Blitzschutzfachkraft muss die Planung und Errichtung erfolgen. Die Antennen sind durch Fangstangen vor Blitzeinschlag zu schützen. Es sind gegebenenfalls isolierte Ableitungen zu verwenden und gegebenenfalls ein temporärer Aufbau von Antennenanlagen ist zu realisieren. Soweit die beiden ersten und das sind die natürlich sehr komplizierten Sachen, weil hier immer eine Blitzschutzfachkraft gefragt ist. Ein dritter Fall ist, wir haben ein Blitzschutzsystem freiwillig errichtet auf dem Gebäude und der Funkamateur ist alleiniger Nutzer. Wenn die Verringerung der Schutzwirkung des Blitzschutzes akzeptiert wird, dann ist das Entscheidung des Funkamateurs und ein Minimum, was zu tun ist, ist die Antennenerdung und den Potentialausgleich nach der Norm 855 Teil 300 auszuführen. Also wenn der Funkamateur alleiniger Nutzer ist und er hat dort ein teilweises Blitzschutzsystem drauf, dann kann er das entscheiden und muss die Blitzschutznorm nicht verbindlich einbeziehen, weil er das Risiko trägt. Ja, und wie sieht das aus beim Blitzschutzsystem freiwillig errichtet und es ist ein Mehrparteienhaus? Dann muss man sagen, es muss mit allen Parteien im Haus abgestimmt werden. Das ist manchmal recht schwierig. Hier kann es hilfreich sein, beratend wieder eine Blitzschutzfachkraft einzubeziehen. Ja, diese vier Varianten müssen wir also immer beachten. Gucken wir uns mal an, eine temporäre, ortsfeste Amateurfunkanstelle. Wenn die Antenne an einem festen Standort ist, zum Beispiel am Balkon, dann wird sie nur zeitweise ausgefahren oder aufgespannt und das ist nur erforderlich, wenn der Funkbetrieb durchgeführt wird. Wenn kein Funkbetrieb oder bei Aufziehen Gewitter oder nahem Gewitter, dann wird die Antenne möglichst eingezogen und sollte so wie ein Sonnenschirm vielleicht noch dastehen. Und es sind alle Kabelverbindungen ins Gebäude zu trennen. Ja, jetzt sind wir schon bei der Zusammenfassung, aber bitte noch aufmerksam zuhören. Personenschutz ist das A und O und es ist damit Pflicht. Potentialausgleich. Die Haupterdungsschiene ist sowieso in den Potentialausgleich einzubinden. Im Scheck sollte das geschehen, Potentialausgleich, am Mastfuß und es ist die Potentialausgleichsschiene mit der Haupterdungsschiene zu verbinden. Denken Sie daran, ich hatte das ausgeführt, 6 Quadrat Mindestdurchmesser, Mindestquerschnitt Kupfer. Antennenerdung. Wenn ein Blitz in die Antenne einschlagen kann,
ist ein Erdungsleiter zur Verbindung der Antenne mit dem Mast und der Erdungsanlage herzustellen. Wenn wir getrennte Erdungsanlagen haben beim freistehenden Mast zum Beispiel, dann sind diese Erdungsanlagen miteinander zu verbinden, um Potenzialunterschiede auszuschließen. Wir beachten Potenzialausgleich und Antennenerdung. Verhindert keine Sachschäden an Funkanlagen und im Checkgebäude. Der Geräteschutz durch Überspannungsschutzgeräte und einen vermasteten Potenzialausgleich durchführen. Wenn ich das gemacht habe, also Potenzialausgleich und Antennenerdung, dann kann ich bei einem selbstbewohnten Eigenheim mit freiwillig installiertem Blitzschutzsystem ausgehen, dass ich das selbst verantworten kann. Bei einem vorhandenen Blitzschutzsystem muss die Blitzschutzfachkraft planen und ausführen. Hier eine Übersicht über Normen und Literatur, die zu den Ausführungen in unserem Vortrag zum Teil herangezogen wurden oder zum weiteren Nachlesen geeignet sind. Das Verzeichnis ist sicherlich nicht vollständig, aber man kann schon recht viel erkennen, was es für Unterlagen, weiterführende Unterlagen gibt. Ich möchte noch auf einige Sachen zur Information über den Blitzschutz hinweisen. Es gibt Seiten, die VDE.com Blitzschutz, wo Sie kostenfrei entsprechende Informationen herunterladen können. Ich werde mal eine hier anklicken. Schutz von Funkanlagen auf Gebäuden bei Blitzschlag. So, wenn Sie aufsuchen im Internet, dann können Sie hier kostenfrei das herunterladen beim VDE. Schutz von Funkanlagen auf Gebäuden bei Blitzschlag. Sie sehen, hier ist die Norm Antennenerdung und die Norm des Blitzschutzes mit aufgeführt und eine Übersicht, was hier alles abgehandelt wird, gibt uns das Inhaltsverzeichnis. In ähnlich ist ja unser Vortrag hier in den Teilen 1 und 2 auch aufgebaut worden. Hier finden Sie noch Bilder, hier die Begriffe, die wir zum Teil im Vortrag genutzt haben. Wir sind zum Beispiel auf die Blitzschutzklasse nicht eingegangen, kann man aber hier nachlesen, was das ist. Und dann über Hinweise zum Gebäudebetreiber. Es gibt einen Handlungsleitfaden, also eine Matrix, wo gesagt wird, Neubau einer Funkanlage, Änderung der Funkanlage, Funkanlage und Bestand, dass man sich hier dann durchhangeln kann. Dann gibt es hier die Gliederung, Gebäude mit wirksamen Blitzschutz hier mit isolierten Ableitungen, dazu haben wir im Vortrag auch Ausführungen gemacht und so weiter. Da kann man also aufblättern und kriegt hier noch weitere Hinweise. Dann gibt es die sogenannten Sonderstandorte, medizinisch genutzte Gebäude, Hochspannungsmasten, die für uns aber wahrscheinlich keine Bedeutung haben. Und auch hier wieder einen Normenüberblick. Zu dieser einen hier von mir aufgeführten Norm. Und in dem anderen Link, Blitz- und Überspannungsschutz von temporären Kommunikationssystemen, das möchte ich auch noch anklicken. Hier wieder eine Übersicht, Grundlagen des Blitzschutzes, Maßnahmen, die wir zum Teil gehört haben. Hier sind noch weitergehende Hinweise gegeben, auch zu mobilen Einsätzen ist hier einiges ausgesagt. Hier für einen direkten Blitzeinschlag geschützter Bereich durch einen Metallmast sind interessante Informationen. Hier wieder Überspannungsschutz. Dann zu den Verbindungsteilen, die blitzstromtragfähig sein sollen. Erdung und so weiter.
Potenzialausgleich, Antennen, Funkgeräte, also auch diverse Hinweise, die durchaus zu beachten sind. Und ich möchte noch darauf verweisen, man kann sich auch kostenfrei einmal pro Monat einen Newsletter beim VDE zum Thema Blitzschutz bestellen, ist hier auf dieser Adresse möglich. Also es sind vielfältige Unterlagen noch verfügbar, um auf diesem Thema sich weiter fortzubilden oder aktuell zu bleiben. Also nochmal die Hinweise zum Schluss. Diese Information enthält allgemeine technische Empfehlungen zur Antennenerdung und Blitzschutz. Eine Überprüfung der jeweils erforderlichen Handlungsweise durch die anwendende Person bleibt daher immer unentbehrlich. Die Autoren haben diese Information mit großer Sorgfalt verfasst, dennoch können sie weder eine explizite noch implizite Gewährleistung für Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität des Dokumentes übernehmen. Die Anwendung dieses Dokumentes geschieht in dem Bewusstsein, dass die Autoren für Schäden und Verluste jeglicher Art nicht haftbar gemacht werden können. VDE-Normen werden erarbeitet vom Deutschen Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik im DIN und VDE. Es wird empfohlen, die Fassung mit den neuesten Ausgabedaten anzuwenden. Der Bezug ist bei diesen beiden Quellen hier möglich, ich muss dazu sagen, das ist aber kostenpflichtig und nicht ganz billig. Ja, mein Name hatte ich ganz am Anfang genannt. Fragen aus der Praxis, die in den Beiträgen nicht beantwortet werden, sind willkommen. Sie dienen den Autoren als Anregung, die hier vorliegenden Informationen und fehlende Aspekte zu ergänzen und unklare Aussagen detaillierter zu formulieren. Eine individuelle Beantwortung ist leider nicht möglich. Das hat Rechtsgründe. Bei Fragen per E-Mail bitte an antennenerdung@gmx senden, dann wird der Arbeitskreis Antennenerdung erreicht und wir werden das dort diskutieren und gegebenenfalls die erarbeiteten Unterlagen anpassen. Wie gesagt, dieser Vortrag ist entstanden vom Arbeitskreis Antennenerdung beim DAC. Es wird entsprechende Veröffentlichungen in der CQDL und in der Zeitschrift Funkamateur von den Autoren in den nächsten Monaten zu erwarten sein. Das war's dann. Ich wünsche bei der Anwendung der Hinweise und der Vorgaben maximale Erfolge und verbleibe mit 73 und 55 Delta Lima 5, Mike und sage Tschüss.